Moin moin, liebe Naturfreunde, ich begrüße euch zu einem neuen kleinen Video. Ja, und heute mache ich eine kleine Tour auch nur. Und zwar bin ich bei den Hartener Teichen in Bochum. Und ja, das sind ganz besondere Teiche, denn hier wird Grubenwasser einer alten Zeche abgelassen in den Teich. Und das soll wohl sehr chloridhaltig sein. Und dadurch wird die Wasserfarbe des Teiches so hellblau gefärbt. Sieht also ein bisschen aus wie in der Karibik. Ja, nur nicht ganz so warm. Also heute haben wir Minustemperaturen. Ich bin auch dick angezogen mit Thermohose und allem drum und dran. Ja, ich habe heute auch meine Drohne im Gepäck und werde heute jetzt mal zum ersten Mal versuchen, schöne Aufnahmen für dieses Video zu machen. Deswegen in diesem Video werde ich wahrscheinlich gar nicht so viel reden, sondern einfach mal die Natur zeigen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Ja Leute, richtig toll hier. Huch, da war nass. Meine erste Drohnenaufnahme bzw. Drohnenflüge fand ich schon mal ganz spannend. Und ja, direkt übers Wasser, ne? Also über dem Wasser. Ein bisschen gefährlich dafür, dass ich quasi meinen ersten Flug gemacht habe. Also da waren ein paar Momente, da habe ich schon ein bisschen Angst gehabt. Und habe so gedacht, was ist, wenn ich jetzt abstürze, ne? Es kommt da nicht so gut. Dann ist die Drohne im Wasser und sie ist weg. Ja, aber hat funktioniert. Also ich habe vielleicht nicht so die Aufnahmen gemacht, wie ich sie hätte machen wollen. Aber wie sagt man so schön, safety first, ne? Weil er bringt ja nichts, wenn die Drohne im Wasser ist, dann sind die Aufnahmen sowieso weg. Ja, und die Drohne auch. Ja, also ich finde das richtig klasse. Es ist so kalt eigentlich, ne? Ich weiß nicht, wir haben -2 Grad oder so oder -3. Ich weiß es gar nicht so genau, aber ich merke von der Kälte gar nichts. Sogar meine Finger frieren nicht ein, was bei Kälte normalerweise ist. Und das finde ich gerade nämlich auch ganz angenehm. Ja, im Hintergrund seht ihr einen von den Hartener Teichen und diese Farbe, auch die ist so genial. Das ist wirklich hellblau, karibikblau oder wie auch immer man es nennen soll.
ja, die Nebelschwaden ziehen hier drüber. Richtig tolles Gefühl. Also ich fühle mich gerade richtig gut. Ist auch das erste Mal, dass ich jetzt mal in der Woche mal wieder nachmittags nachgetaner Arbeit raus kann, weil das Weihnachtsgeschäft war so doll in der Firma und ja, da kam man im Dunkeln in die Firma und abends im Dunkeln wieder zurück. Da blieb keine Zeit mehr, um rauszulaufen. Ne? Ja, also ich fühle mich gerade richtig wohl. Die ganzen Wasservögel machen hier Geräusche, die Quaken kann man es jetzt nicht nennen. Ich weiß nicht, wie nennt man das? wie auch immer, ihr hört es selber. Ja, ich laufe noch mal ein bisschen weiter und werde euch noch mal ein paar Impressionen von diesem wunderbaren Ort zeigen. Ja, mit diesen Aufnahmen verabschiede ich mich jetzt von diesem kleinen Video. Im Hintergrund seht ihr nochmal die Hartener Teiche. Wie ich vorhin festgestellt habe, werden die wohl auch Werner Teiche genannt. Also beide Namen sind richtig, ich habe mal gerade recherchiert. Ihr seht diese wunderbare Wasserfärbung. Also ich hoffe, das kommt so rüber im Bild, wie ich es hier gerade sehe. Dieses Himmelblau, kann man es so sagen. Das ist schon herrlich. Ja, wie gesagt, das kommt von dem Brunnenwasser, von den Inhaltsstoffen. Das heißt wohl, Chlorid ist da drin und dadurch verfärbt sich das hier an den Stellen so hellblau. Es riecht auch manchmal sehr unangenehm hier so nach Schwefel. Heute ist es eigentlich ertragbar, im Sommer riecht es richtig doll. Das Wasser wird wohl in die Ruhr geleitet, habe ich gelesen. Und ja, dann wird es irgendwann wieder als Trinkwasser benutzt. Ne? Das Grünwasser soll wohl soweit keine schädlichen Stoffe haben, wird auch regelmäßig kontrolliert. Also das ist vollkommen sicher, zumindest steht es da. wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das kleine Video ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde gleich mal meine ersten Drohnenaufnahmen auf dem PC schon mal vorgucken. Und ja, schön. Okay, ihr wisst Bescheid. Ich sag ciao.